was machen, sondern heute werde ich euch zeigen, wie ihr mit Hilfe von Anvils Geometrie-Brushes verschiedene einfache Sachen in eurer Szene malen könnt. Diese Sachen sind sehr praktisch, entweder wenn ihr euch selbst ein Haus baut, wie wir hier hinten schon gemacht haben, aber diese Wandmodule nicht eurem Geschmack sind, die falsche Größe haben oder so weiter, zeige ich euch, wie man so was das einfach macht. Auch sind diese ganz, ganz praktisch für Blockouts und so weiter, dass man einfach verschiedene Größen schon mal abschätzen kann. Ja, ich werde euch halt so zeigen, wie man diese nutzt und wie man diese dann auch exportieren kann, so dass ihr die dann auch später, wenn ihr denn möchtet, in einem anderen 3D-Programm halt öffnen könnt und bearbeiten könnt. Hier unter unserem Place Actors gibt es ein Geometry Tab. Da habt ihr verschiedene Brushes zur Auswahl. Ich nehme mir einfach mal die Box, weil wir wollen ja einfach erstmal grob eine Wand machen. Wichtig für diejenigen, die das nicht exportieren wollen, sondern das wirklich hier als Asset nutzen wollen für Wände und so weiter, kann man das problemlos machen. Nutzt bitte nicht diese Skalierungsgeschichten. Ihr verzieht eure UVs. Nutzt hier an der Seite diese Reiter. Da könnt ihr auch in Zentimetern eingeben, wie breit. Hat halt den Vorteil, ihr verzieht eure UVs nicht. Seht ihr? Ihr habt immer das gleiche Pattern. Ihr verzieht ja keine UVs, ihr müsst nichts nachträglich verändern. Ihr könnt die erstmal so nehmen, wie sie sind. Für die, die das eh später exportieren wollen und dann halt wissen, wie man UVs anpasst und so weiter, ist euch ziemlich egal, ob ihr die jetzt nutzt oder halt über die Skalierung verzerrt. Ihr ändert die ja später eh in einem 3D-Programm. Für die anderen, bitte nutzt hier nur die verschiedenen. So, wir haben jetzt erstmal unsere Wand gemacht. Erstmal nur ein Blockout. Jetzt haben wir Fenster. Wir wollen hier eventuell ein Fenster oder so weiter reinmachen. Können wir auch problemlos. Wir brauchen noch eine weitere Box. Passen die halt auch wieder an. Ich möchte das jetzt erstmal 2 Meter auf 2 Meter. Steckt die hier rein. So steckt erstmal eine Box auf die andere. So kann man auch simple Formen auch erstellen. Aber wir wollen ja, da jetzt ein Loch drin ist. Dann gehen wir hier von Additiv auf Subtractive und zack, wir haben ein Loch. Das könnt ihr mit allen möglichen Formen machen. Wir können auch sagen, okay, wir nehmen hier einen Zylinder, machen den kleiner, wir drehen ihn vielleicht auch noch um 90 Grad, stellen ihn auch auf Subtractive, zack, haben wir ein Loch. Ist zwar nicht der optimale Weg, aber wenn man nicht weiß, wie man mit einem anderen 3D-Programm irgendwas herstellt, sind das schon mal echt gute Wände, die man benutzen kann. Wenn ihr ein 3D-Programm habt, euch ein bisschen mit auskennt, sei es jetzt Maya, Blender oder was weiß ich, mit dem ihr euch auskennt, optimiert ihr das besser. Ich sage aber für Leute, die halt nur mit Unreal arbeiten, die kein anderes zusätzliches 3D-Programm haben, ihr könnt auch mit diesen Dingern echt viel machen. Auch ein Vorteil von diesen Brushes gegenüber zu unseren Primitives. Ihr habt halt einmal die Größe, die ihr anpassen könnt, wie ihr sie braucht. Und auch könnt ihr hier verschiedenen Seiten verschiedene Materialien zuordnen. Und hier habt ihr halt nur eine Zuordnung. Und hier könnt ihr sagen, okay, ich mache hier vorne halt ein Material drauf. Ist jetzt auch erstmal vollkommen Jacke wie Hose, was da drauf ist. Ich mache es hier mal gelb. Das mache ich mal rot. Haben wir zwei verschiedene. Ihr könnt so viele zuweisen, wie ihr Flächen habt. Es wird dann übernommen. So, wir haben jetzt jedem Face irgendein Material zugeteilt. Alles, was das gleiche Material hat, wird dieses auch behalten. Das könnt ihr im Nachhinein wechseln. Also guckt ein bisschen clever, welche Sache ihr wie einfärben wollt und markiert euch das erst halt erstmal aus. Ihr könnt halt erstmal irgendwas nehmen. So, und jetzt haben wir unser Brush jetzt erstmal fertig gemacht. So wollen wir den haben. So haben wir uns das vorgestellt. Jetzt soll der ja ein Asset werden, dass wir vernünftig damit arbeiten können. Dazu selektieren wir erstmal alle Brushes, die wir benutzt haben für diese Form. Und gehen bei Brush Settings, hier den Pfeil mal runter. Create Static Mesh, also wir wollen ein Mesh kreieren. Es geht ein neues Fenster auf. Der sagt euch ja, wo wollt ihr das denn jetzt platzieren? Wo soll das jetzt erstmal hin? Ich packe das jetzt einfach mal bei Assets. Ihr könnt das umbenennen. Ich nenne es einfach mal Wandtest, Create, so. So. Und das haben wir hier auch als Mesh. Oh, ja, und den Pivot falsch gesetzt. Ihr müsst halt ein bisschen aufpassen.
das, was ihr als letztes auswählt, ist halt euer Pivot. Versucht ein bisschen günstiger zu setzen, wie ich jetzt gerade. Ist eine Übungssache, man muss ein bisschen aufpassen. Und auch hier sieht man, wir haben Rot und Gelb zugeteilt. Alles, was gelb ist, behält ein Material. Alles, was rot ist, hat ein anderes. Dann können wir jetzt halt auch, wie wir Lust und Laune haben. Komm, wir nehmen einfach mal Starter-Content-Materialien. Wie wir Lust haben, einfach okay sagen, okay, alles was gelb ist, behält das jetzt und alles was rot ist, da, ach komm, wir hauen einfach mal krass drauf. Auch hier, zack, alles schön brav zugeordnet und wie ihr seht, UVs funktionieren auch. Wir haben ja darauf geachtet, dass wir halt nichts direkt in einem Editor skalieren, sondern hier die Reiter an der Seite nehmen. Dann funktioniert das, dann könnt ihr das nehmen. Ist zwar nicht die optimalste Lösung, sage ich ganz ehrlich, aber funktioniert. So, wenn ihr dieses Ding jetzt halt tatsächlich in die Engine packen wollt, dann geht ihr einmal auf das Asset, einen Rechtsklick, dann geht hier wieder ganz viel auf und hier Asset Actions, Export, könnt ihr es exportieren. Exportiert ihr das irgendwie clever, wie ihr das haben wollt, öffnen, da packe ich das rein, speichern. Ich nehme FBX 18. Ja, das können wir alles so nehmen. Exportieren. Auch hier dann wieder. Wir haben hier das Sternchen. Wir wollen ja, dass das uns beibehält. Wir speichern das. Sternchen weg. Asset ist gespeichert. Es werden keine Änderungen gemacht. Und nun mal euch zu zeigen, wie unsere UIs aussehen. Dass ihr vielleicht eine bessere Vorstellung habt. Die sind halt hier nicht so optimal. Bei Wänden und so weiter, das funktioniert das alles. Auch hier die Lightmap, die funktioniert irgendwie. Nicht optimal, aber es funktioniert alles. Wie gesagt, wenn wir das halt optimieren möchten, dass es wirklich auch optimal funktioniert, gerade für Games ist sowas ja sehr wichtig. Dass wir halt so gut wie möglich alles optimieren. Umso besser wir unsere Assets optimieren, umso besser wir die ganze Szene es optimieren, umso besser haben es die Programmierer, umso leichter haben es die Programmierer, ihre Arbeit zu machen und halt Spiel ins Spiel zu bringen. Es hat halt, alles hängt zusammen. Wenn schon der Artist pfuscht, hat der Programmierer auch Schwierigkeiten, umso schwieriger wird es, dass das Spiel halt fertig wird. Und dass es auch problemlos läuft. So, wir haben ja unsere FBX-Datei jetzt exportiert. Jetzt wollen wir ihn in einem 3D-Programm importieren. Ihr könnt ihn in jedem 3D-Programm importieren, wie ihr möchtet, ob ihr Maya, Max, Blender oder was weiß ich benutzt. Mit einer FBX-Datei wissen die meisten Programme, was anzufangen. Auch generell, wenn ihr irgendwas importiert, exportiert, versucht es in FBX-Format zu kriegen. OBJ geht auch, aber ihr habt halt einen größeren Verlust, was halt Kompression und so weiter angeht. Umso mehr ihr komprimiert, umso mehr Datei geht verloren. FBX ist da die bessere Wahl. Gerade was auch Animation angeht, ein OBJ kann keine Animation speichern. So, jetzt haben wir unser Modell hier drin. Und wie man hier schon sieht, ist halt, die UVs sind halt echt nicht geil. Ich mache mal kurz die Farbe mal nicht schwarz, sondern machen wir mal, keine Ahnung, pink und blau. Ich werde das jetzt mal kurz aufräumen und euch dann zeigen, wie das als optimierter aussehen könnte. So, und so könnte das aussehen, wenn man das etwas optimiert hat. Noch zum UV-Layout. Das könnte ungefähr so aussehen. Dann wäre das alles ein bisschen optimiert, dann würde alles besser funktionieren. Dann noch kurz die Edges einsortieren. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auch Soft Edges zu verteilen. Alles, was ihr in Unreal macht, da habt ihr nur die Hard Edges. Hier können wir tatsächlich wieder Soft Edges verteilen. Da kommt die Rundung etwas besser zur Geltung, auch wenn die sehr, an für sich sehr kantig ist. Auch das können wir natürlich wieder exportieren. Ich überschreibe unseren Export. Export, yes. Gehe in Unreal rein. Und importiere mir diesen wieder hier rein. Okay, er möchte es nicht überschreiben. Ich nenne es einfach um.
Jetzt habe ich halt ein separates Mech. Aus Gründen möchte es das jetzt nicht überschreiben. Jetzt haben wir es halt hier nochmal. So, und jetzt einfach nur zum Vergleich unser optimiertes Mesh. Einfach, dass ihr auch nochmal den Vergleich zu den UVs besser sieht. Hier haben wir den, was? Cobblestone hatten wir drauf, ja. Haben wir den Cobblestone. Gleiches Mesh. Hier waren die UV-Layout halt sehr, hier waren die UVs halt sehr, sehr groß und halt nicht im 0-1er Space. Hier sind sie wieder so, wie sie sein sollten, normalerweise. Und hier das Moos auch nochmal drauf. Einfach optimiert dann auch für die Engine halt leichter zu verarbeiten, wie das hier. Aber wie gesagt, es funktioniert ja. Wenn ihr keine andere Möglichkeit, kein Problem, ihr könnt die nutzen. Wer die Möglichkeit mit einem 3D-Programm hat, kann optimieren. Beide Sachen funktionieren. Das funktioniert besser, aber funktioniert halt auch. Nicht jeder hat direkt die Möglichkeit, ein 3D-Programm zu nutzen. Programme wie Max und Maya sind halt sehr kostenaufwendig. Aber dafür gibt es ja Blender. Es ist auch ein super 3D-Programm. Ich persönlich habe jetzt noch nicht viel Erfahrung damit gemacht, da ich ja für die Uni hauptsächlich Maya oder Max verwende. Und ich jetzt noch nicht die Zeit gefunden habe, mir Blender anzueignen. Aber ihr könnt da gerne mal reinschauen. Auch gerade für so simple Sachen ist das bestimmt gut. Und man findet bestimmt sehr gute Tutorials auch auf YouTube. Wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Die nächsten Tutorials werden sich aber auch darum drehen, wo ich Assets herbekomme, wenn ich sie halt nicht selber machen kann, machen möchte oder halt einfach nur mal aus Spaß irgendeine Szene zusammenstellen möchte. Darum werden wir uns die nächsten Videos kümmern. Und das war's jetzt erstmal für dieses Video. Bis dann zum nächsten Video. Ciao.